Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge mit Marsch. Wir werden jetzt hier nacharbeiten dafür und wir schauen mal, dass die Ernte gut läuft. Dazu müssen wir hier mal fertig machen, ne? So. Und hier war irgendwann Gras drin gewesen. Jetzt haben wir hier Weizen eingesät, also von der Fruchtfolge her optimal. Versuche ich ein bisschen einzuhalten, klappt nicht immer, aber wenn ich es dann gesse, wird wahrscheinlich alles zu klappen. So, das sind jetzt Numero, wünsche einen schönen Sonntag, bevor ich es vergesse. Ich gucke gerade, welche Folge es ist, Nummer Zahl und dann geht es. Oh, Sonntag. Manche Woche geht auch schneller, ne? Ah, das ist Wahnsinn. Wir haben draußen Sommer. Laut Vorhersage soll die Luft ja mal schwüler werden und Gewitterneigung zunehmen. Ich hoffe, es gibt kein Unwetter. Schäden müssen ja nicht sein, ne? Und auch Schaden an menschlichen Personen oder Tieren auch nicht gerade ideal. Hoffen wir das Beste, ne? Also, gut. Durchkommen. Ja, hier ist Gewitter nicht harmlos, ne? Blitzeinschläge und so, das kann viel Leid verursachen. So, der nächste muss dann daran werden, das bei Hopfen. Und der eine ist fertig, aber wenn wir Geduld haben. Ab und zu klappt das auch. So langsam freue ich mich mit Aulreif an. Ja, den Hof muss ich entlasten, da muss ich ein bisschen was wegnehmen, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Obwohl ich eigentlich einen starken Rechner habe, aber anscheinend scheint dafür LS nicht ganz gut ausgerüstet zu sein. Scheint. Sechs Prozessor für, naja. Einer macht für alles ungefähr, ne? Das ist ja heutige Zeit ja nicht mehr aktuell, ne? Sondern eigentlich normalerweise die allermeisten haben mindestens einen 4-Kern-Prozessor und da kann man locker die Sachen auf 2 Kerne oder auf 3 sogar verteilen, ne? Ich habe einen 6-Kern-Prozessor mit 4,4 GHz. Man muss nur sagen, das ist nicht ausgelastet, ne? Also gab Reserve. Aber wie gesagt, wenn man das ein bisschen verteilen würde, wäre es besser, ne? Denn kurzzeitige Spitzen werden sicherlich auch mal da sein, ne? Vor allem was jetzt FPS angeht hier für den Hof, ne? Prozent ist die Grafikkarte nicht ausgelastet, ne? Also müsste zumindest 70-80%, dann ist er okay. So, Traktor brauche ich sicherlich. Habe ich Anhänger frei? Ich glaube nicht. So, Hopfen läuft. Wir mal gucken, wo wir Strom kriegen, ne? Kann ja nicht sein. Aber 50.000, dann macht er mir nur 50. Also es kann sein, dass er okay sagt, die Ballen müssen ja alle mal im Prinzip ja zerkleinert werden, mag er sein, ne? Gut, dann braucht nicht mich wundern, dass er nicht kommt. Dann muss er die 50.000 im Grunde produzieren. Gut, muss man wissen, ne? Wieso kriege ich keinen Strom raus? Ungünstig. Weil hier brauchen wir mehr, ne? So, dann muss ich die Kühe noch im Rest geben. Im zweiten Stall. Die Erde läuft ja aktuell.
Garantiert brauchen die nicht viel. Na, immerhin, ne? Gute 90%. Also 20% locker, 21%. Der Rest geht jetzt beim Schwein hin. Der nix. Der Mistberg immer höher hier. Muss ich mal wegfahren. Oh, mein Hopfen ist da. Herrlich, da ist er, Hopfen. Wie schön. Schweine übrigens, ne? Schweine, ne? Stall Nummer 1 und 2. Der 2 ist für die zum Schlachten. Wo ich mal kaufen müsste. So, Tabak auch voll, ne? Wenn doch nicht. Ja, der nächste Stall soll ganz rechts kommen. In der Mitte, die Waschstelle kommt weg, sobald die Schweine raus sind. So, die kriegen zum ersten Mal Stroh, ne? Passt. Der fährt, gut, da hat er einen Lahm, ne? Gut, Lexikon muss ich machen. Auf Ruf warten. Wo steckt der? Der Gauner. Seht ihr nicht. Da eine Ecke, fährt er. Achso, okay. Alles hat er an. Achso, okay. Der LKW wollte ich haben. Den will ich ja verwenden für Pflanzenschutzmittel. Also die Produktion baue ich noch auf. Irgendwann. Wann genau, weiß ich auch nicht genau. Also ich persönlich ziehe vor, dass die Fahrzeuge stehen bleiben. Weil in der Kurve und so wird es immer schwierig. Und die Sekunden haben wir. Gut, das läuft alleine. So, wo ist er? Mal gucken. Das ist am... Ah, da ist er ja! Haben wir ausgeschlafen. Gedüngt 66%. Ja. Ist auch nicht schlecht. Wasser. Wasser haben wir überall genug. Also... Den können wir zurückfahren, ja. Düngerfahrzeug wollte ich haben. Der Dünger. Mein Maisfeld hat nicht genug Dünger, das kann es doch gar nicht sein. Wo war noch Dünger rumgelegen? Ich glaube bei Feld Nummer 12, ne? Und da war ja auch noch so eine. Kann man auch sehen, ne? Dünger holen wir erstmal. Der liegt hier da doof, dämlich.
Aber ich war irgendwann auf dem Übrigkabel, ich weiß gar nicht warum. Ja, ob ich nacharbeiten muss, mir sowieso. Die Ecke ist sowieso ein bisschen hoch. Da kann er wohl nicht ran. Gut, Wetten kommen jetzt hier nicht mehr. Ja. Sonntag, ne? Schön, ne? Aber Sonntag ist so ein Tag, ich sage, okay, muss ja morgen wieder los. Aber leider ist das so. Ohne geht nicht. Ja, mit. Muss ja, ne? Aber ganz ohne ist auch blöd. Hier wollte ich entweder noch Gras mähen. So. Mit einem anderen Mopf war es ja reif gewesen, hätten wir noch mähen können. Aber jetzt habe ich Dänemark, da war es nicht mehr reif. Und haben so gesagt, okay, ist halt so, ne? Vielleicht, kann sein, wenn Dünger, diese Erdemission noch fertig werden, also komplett mit Hopfen, Mais und so, das dauert ja noch sicher eine Weile. Könnte ich ja umstellen, ne? Aber mal sehen. Ich bin losgefahren, habe mich mitgenommen. Das ist das Schlimmste. Das ist bares Geld. Schon wieder kurz vor 8. Wahnsinn. Sobald hier ein neuer Außer reinkommt, muss der Dreck sein, ne? Dann können wir den Mais noch düngen. Ein bisschen Heu. Ja. Dann würde die Erde geklappt, ne? Das kann man nicht meckern, ne? Da läuft der fast von alleine. Über Tabak muss ich rein machen, ne? Zwei unten drin. Schlumpf sogar. Da sind wir am besten ranfahren. Im Feld können wir rauffahren, das ist eh bedrohen. Müssten wir mal so ranfahren, ne? Seitlich ein bisschen schräge ran. So, das ist ungünstig, ne? Hätte sie Folge zu werden, Ende voll drin ist, ne? So, fahren wir nicht um. Wir müssen aber noch zu Dings fahren. Zu Feld Nummer 14. Das hätte ich vergessen. Der will nicht.
äußerst ungünstig, ne? Ah, geht. Also festfahren möchte ich mich hier auch nicht. Ist ja ungünstig. Ich glaube, ein Pflegebereifung hat keinen guten Grip, kann man sagen. Ne? Also dreht schnell durch, logisch. Keine Breitreifen, ne? Also die Reifung ist nicht da. Wir fahren Richtung Feld 14. Auf geht's. Die entläuft. Tabak ist glaube ich voll. Ah, da geht's los hier. Ja, schon fährt 14. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein, am heutigen Sonntag. Schon alle einen schönen Restsonntag. Dann mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's weiter in der neuen Woche. Tschüss.